So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator und... Oh. Sorry, die Person hat da ihren PC schon abgeholt. Anscheinend am Ende des letzten Parts noch. Ja, ist jetzt nicht so dramatisch. Ich kann noch ungefähr sagen, er hatte 12.500 Punkte und er hat 11.500 gebraucht. Also, wir haben alles hinbekommen noch. Ich wusste nur jetzt nicht mehr auswendig. Und oh Gott, nein, das hier ist ja... Shit, das hier ist ja gar kein LGA 1151 und ich habe nur Zeug für LGA 1151 da. Ja, wir dürfen wieder unnötig Geld verschwenden. CPU-Blöcke für 2066 brauchen wir. Nämlich hier. Direkt hier brauchen wir. So. Da kriegst du deinen PC direkt mal schön auf ein nächstes Level. Mit dieser Wasserkühlung hier. Ich hoffe, da passt wirklich ein 480er hin. Ja, wow, da passen 3 Stück theoretisch hin? 4? Was ist das für ein Gehäuse? Da hinten auch noch? 5? Okay, wir müssen definitiv in diesem Gehäuse mal was bauen. Also, wow. Da drin... Okay, ja, okay, da passen nur eine rein, nicht 2. Aber das heißt, wir können hier... Obwohl, ich weiß nicht, wenn man innen was dran macht, dann geht bestimmt obendrauf nicht mehr. Aber das bedeutet, wir können zumindest... Ja gut, hier drin geht dann nur einer. Das heißt, 1, 2, 3, 4 wahrscheinlich. Versprechen kann ich es natürlich noch nicht, aber wahrscheinlich 4 480er reintun mindestens, plus vielleicht noch ein paar andere. Das wird ein krasses Teil, wenn wir da drin mal bauen sollten. So, ja gut, jetzt kriegst du halt auch zumindest teilweise türkisene Kabel, ist jetzt aber nicht so dramatisch, oder? Warum auch immer die leuchten, weil das sollte nicht leuchten, aber okay, wir hinterfragen das einfach mal nicht. Und du wolltest nicht diese blauen Rohre. Das war jemand anderes. Das heißt, du kriegst die schönen. So. Na, das machen wir einfach mal so. Dann geht das deutlich einfacher und schneller. Ja, noch ein bisschen nach unten. Perfekt. Und da aus gehen wir dann hoch zur CPU. Nicht zur Grafikkarte. Die wird gar nicht wassergekühlt. Das haben wir einfach mal eingespart. So, noch ein bisschen nach oben. Perfekt. So und so. Dann bin ich ziemlich zufrieden und dann müssen wir nur noch irgendwie wieder einen Weg darunter finden. Dafür schlängeln wir uns hier einfach außen drum. So. Ja, vielleicht ein bisschen weiter nach unten, dann darüber, darunter, noch weiter runter. Ja, ich weiß nicht, ob wir an dem Reservoir da so easy vorbeikommen. Na, wohl. Okay, das hier müssen wir irgendwie noch hinbekommen. So. Und so. Das wird interessant. Ja, es muss auch nochmal so nach hinten. Nach oben. Und hier müssen wir irgendwie so einen richtigen Knick reinbekommen. So. Und hier dann auch irgendwie. Okay, das weiß ich noch nicht, wie ich das machen will. Da ist vielleicht ein bisschen... Okay, nicht weiter nach hinten. Keine Ahnung.
Das hier machen wir einfach mal weg. Und machen dann so. Und so. Hey, hat funktioniert. Und Kühlmittel bekommst du. Ja, wie wär's denn hiermit? Damit fällt man auf jeden Fall auf. Und als Premium-Service kriegst du sogar neue Kabel. Ich weiß noch nicht, was für eine Farbe. Ich glaube, wir haben kein Gelb, aber du kriegst irgendeine Farbe, auf jeden Fall. Kabel? Okay, wir haben tatsächlich kein Gelb. Na, dann kriegst du doch die Farbe. Kriegst den Cyberpunk-Look. Und das Kabel könnten wir auch noch gerade mal tauschen. Okay, das hat leider keine neue Farbe. Und das hier sieht irgendwie sehr weird aus, wenn sich da die Farbe ändert. Wir bleiben mal lieber bei Gelb. Sehr schön. So, mit dem System bin ich eigentlich auch ganz zufrieden. Wollte noch jemand was? Bei der RPG-Runde hat Bye-Bye erzählt, wie sehr sie auf Kabel in Regenbogenfarben steht. Hört sich cool an, kriege ich das auch. Was sind Kabel in Regenbogenfarben? Wir haben keine Kabel in Regenbogenfarben. Oder gibt's das seit neuestem? Regen... Ach, wir haben das! Das wusste ich nicht. Ach, lol. Okay, dann habe ich auch jetzt raus, was die andere Person einmal wollte in den letzten Parts, weil da war ja schon mal irgendwas von Kabel in Regenbogenfarben. Aber okay, was willst du? Rockin' Socks, kannst du mir mehr Speicher gönnen? Scheint alles voll zu sein. Und kannst du mir das Trinity-Logo als Wallpaper geben? Nur nicht überbewerten, ich bin hier immer noch nicht glücklich, aber Fern hat mich gebeten... Was? Mich mindestens anzustrengen und die war auch so echt nett zu mir. So, welcher PC war das? Nicht der, nicht der. Ah doch, der hier, aber kümmern wir uns erstmal um den. So, das ist noch dieser alte PC, den deine Mutter irgendwo rausgekramt hat. Das müsste nicht der gewesen sein, sondern... Ach, du hast dazu nichts... Achso, okay, das ist immer nur noch der. Hab gedacht, da wäre eine neue Nachricht gewesen, aber nee. Aber wahrscheinlich ist mit dem PC sonst nichts falsch. Sie ist ja nur irgendwas von einem Virus. Na. Ah, ich wollte gerade schon sagen, der PC will einfach auf Krampf nicht sauber werden. Jetzt aber. So, dann kriegst du natürlich Virenscanner gratis oben drauf. Und ich schau mal, was du noch so wolltest. Kleine Idee, kann ich lila Kühlmittel für meinen Rig haben? Ja, kannst du haben. So, sie wollte hier nichts mehr, wenn ich mich nicht irre. Ich schaue aber nochmal hier nach. Nö, wollte nichts mehr. Hier ist alles so, wie es sein sollte. Da können wir gerade mal einen Virenscan machen. Das hätten wir. So. Weg mit dem. Und den PC brauchen wir natürlich jetzt aber nochmal. So, das haben wir getan. Das kann dann auch weg. So, sie wollte aber trotzdem noch was weiteres und Rockin' Socks wollte auch noch was weiteres. Also du hast hier drin nur gesagt, dass du das Trinity-Logo willst und mehr Speicher. Was heißt für dich mehr Speicher? Meinst du damit mehr RAM oder mehr Festplattenspeicher?
Ja, ich gönne dir jetzt einfach mal mehr Festplattenspeicher. Wir werden schon früher oder später noch rausfinden, was er wollte. So. Und er will sein Zeug beleuchtet bekommen. Und zwar 0255. 1, 2, 3, 4 Sachen davon. Kann er haben. Und dann 4 weitere Sachen in einer anderen Farbe. Leider haben wir aber nur 3 Sachen weiterhin drin, die leuchten. Das heißt, du kriegst einfach mehr RAM. Geht leider schlecht, haben wir nicht. Kriegst einen RGB-Lüfter. Okay, wir haben auch keinen RGB-Lüfter. Dann kriegst du einfach noch eine weitere SSD, wenn die reinpasst. Hier haben wir die und die passt natürlich nicht rein. Das hier geht doch, oder? Ja, ich weiß, es ist kein Betriebssystem drauf gerade. Wir müssen jetzt erst noch mal einiges neu machen. Das ist mir auch bewusst. So. Nee, den brauchen wir eigentlich nicht, aber habe ich jetzt aus Versehen trotzdem installiert. So, Systeminfo brauchen wir im Zweifelsfall. 3D-Mark brauchen wir im Zweifelsfall nochmal. Beleuchtung. Virenscanner. OCCT. Den GPU-Tuner. Und dann kriegst du gleich natürlich, weil es so wichtig ist, auch noch hier dein Spiel drauf. So. Schauen wir mal, dass wir das alles hinbekommen. Eins, zwei, drei, vier. Und eins, zwei, drei, vier. Und da willst du 255, 108, 180. Ah ne, 105, 180. So. Und du wolltest noch ein neues Wallpaper, was ich vergessen habe zu installieren. Na toll. So, war das System? Ah ja, das System ist schon da. Du wolltest lilanes Kühlmittel und sowieso ja diese blauen, flexiblen Rohre. Die kannst du natürlich haben, auch wenn ich dich dafür hasse. Nein, nicht innen, sondern nicht außen, sondern innen. Kann ich die eigentlich nicht irgendwie noch verformen? Irgendwie? Nee, ich glaube nicht. Wenigstens das sieht nicht so schlimm aus, aber das hier bereitet mir körperliche Schmerzen. So, was für eine Farbe, beziehungsweise hast du noch irgendwas gesagt? Nee, nur lila Kühlmittel. Nicht irgendwie was für ein spezielles lila Kühlmittel. Wenigstens da lässt sie uns genug Freiheit. Wir nehmen das Undurchsichtige. Das sieht nämlich am coolsten von den Sachen noch aus. Alle leuchten Regenbogen, okay. Und das Einzige, was wir noch wirklich upgraden müssen, ist tatsächlich die Sache mit den Kabeln. So, du kriegst einmal du RGB-Kabel und die andere Person auch noch. Na, nee, so nicht. Aber das ist schon cool, dass es Regenbogenkabel gibt hier drin. Ich meine, am coolsten wäre es natürlich noch, wenn es tatsächlich leuchtende Kabel wären. Aber ist schon ganz okay so. So,
Du kriegst die natürlich auch, weil es hieß ja, dass du die magst. Nee, das hier kommt wieder zu. So, an der Grafikkarte natürlich auch. So. Ich hoffe, jetzt bist du zufrieden. Mehr Regenbogen war nicht drin. Also, OCCT ohne zu drosseln. Und die CPU muss noch ein klein wenig übertaktet werden. Aber ich schaue hier einfach nochmal in die E-Mails rein. Die haben die ja sowieso noch nicht in der Form alle gelesen. Das hier hatten wir. Ja, das hier haben wir aber noch nicht gelesen. Könnte echt eine bessere Performance der CPU brauchen? Kannst du die übertakten? Ich habe auch überlegt, ob ich mich auf der Bühne in Szenen setzen. Das macht am ehesten noch Sinn. Falls Scouts von anderen Teams zuschauen, kannst du mir eine Regenbogenbeleuchtung gönnen? Nichts Persönliches. Bye bye. PS. Das Ding muss nach dem Übertakten noch stabil laufen. Klar. So, das hier war die andere Nachricht. Das haben wir zwar alles schon gemacht, aber wir lesen es trotzdem nochmal. Vielleicht wird es mit Bye Bye doch besser. Ich mag sie immer noch nicht, aber bei der RPG-Runde ist sie uns diesmal nicht total auf den Geist gegangen. Nicht, dass mich das überhaupt juckt. Hab mit allen beim Spielen über Case-Beleuchtung und so geredet. Da bin ich auf so coole Ideen gekommen, dass ich die gleich an dich weitergeben möchte. Sollte ziemlich genial aussehen. Danke, Rockin' Socks. Und das hier ist nochmal von Razer. Hi, Matt hier von Razers Profi-Support-Team. Wir sind ja so froh, dass Trinity sich in dieser Saison von uns sponsern lässt. Wir wollen direkt richtig loslegen und die Spieler voll unterstützen, ob Star oder neues Talent. Wir möchten, dass du alle Spieler mit unserer Basilisk Classic Black Maus ausrüstest. Und ich freue mich schon auf ihre Performance im ersten Match. Und nicht vergessen, du brauchst nur einmal für den Zugriff auf unsere Peripheriegeräte zu bezahlen. Sobald du deine Bestellung eingereicht hast, sorge ich dafür, dass du so viel bekommst, wie du brauchst. Matt Freeman, Professional Support Razer. So. Peripheriegeräte, Mäuse. Basilisk. Ja, machen wir. Okay, das ist anscheinend automatisch gemacht. Keine Ahnung. So, das hier läuft. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir das Teil auch noch ein klein wenig übertakten können. Aber sollte jetzt eigentlich kein so riesiges Problem sein. Wir brauchen 50 MHz mindestens noch. Und wir werden einfach 100 mehr machen. Macht anders nicht wirklich viel Sinn. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Hier Standardtemperatur 29 Grad, also bitte. So. Schauen wir nochmal. So, CPU-Temperatur 70, 75 Grad gerade mal. Das ist nichts. Das reicht locker aus. So, du wolltest noch deinen Trinity Wallpaper. Trinity hier. Das lassen wir so, das hier lassen wir auch so. Und dann wären wir eigentlich soweit fertig, um zum E-Sports Match zu gehen, würde ich sagen. Ich schaue nochmal gerade nach, dass hier hinten nicht irgendwie noch was ist. Nee. Das heißt, wir wären soweit fürs Match eigentlich gerüstet, denke ich. Da ist auch alles getan, ja. Das heißt, wir gehen zum Match. Tag beenden. Und hoffen mal, dass wir hier ja nicht ein totales Chaos anrichten. So. Da gibt es einiges zu tun, wie ich sehe. Hi, Matt schon wieder. Wollte mich nur mal kurz melden. Das alles macht hier keinen Sinn. Wir promoten gerade unsere Tastatur Black Widow Light Keyboard und ich habe
mich gefragt, ob du vielleicht jedem deiner Spieler eine zukommen lassen könntest. Würde uns sehr helfen. Materian Professional Support Razer. Black Widow Light Keyboard. Black Widow Light hier. So, was war noch hier? Okay, das ist nicht wichtig. Das ist die alte Nachricht. So, machen wir mal die ganzen PCs an. Viren beseitigen. Bin ich froh, dass ich einen Virenscanner drauf getan habe. So. Tastatur müssen wir sowieso später erst machen. Obwohl, ich kann es auch von mir aus jetzt schon machen. Aber das müssen wir gleich bestimmt sowieso nochmal. Das ist die richtige Tastatur. Der kennt das aus irgendeinem Grund nicht. Vielleicht müssen wir sowieso aber auch erst später getan haben. Also ist erstmal okay. So, Tastatur, ja, wissen wir ja auch. Und theoretisch hier Maus auch noch. So, und so. Der PC läuft nicht. Er muss eine erste Position setzen. Ja, ja, okay. Okay, RAM installieren. Fehlende Teile. Warum ist da bitte kein RAM drin? Warum habe ich noch den kaputten RAM da? Keine Ahnung. Wir machen einfach neuen RAM rein. Dann bekommst du halt nicht den super fancy RAM, aber wenigstens etwas. So, der muss natürlich, glaube ich, trotzdem in der richtigen Farbe leuchten. Das hätten wir soweit. Dann zu dir, Trinity Wallpaper. Das hier hatten wir ja schon. Und der Rest ist sonst auch nicht wirklich unterschiedlich. Hintergrundbild Trinity. So. Jetzt lesen wir erstmal noch die ganzen Nachrichten. Ich habe mich zwar schon um alles gekümmert, aber okay. Hab Tickets für eine geniale Punk-Metal-Band nach dem Spiel heute Abend. Wir gehen alle hin, also alle außer Bye-Bye. Der gebe ich kein Ticket. Kannst du dafür sorgen, dass ich nicht direkt neben ihr sitze? Auf die Akro kann ich verzichten. Und mein PC hat sich heute früh so komisch benommen. Hat er sich vielleicht im offenen WLAN der Arena einen Virus eingefangen? Kümmerst du dich darum? Ja, haben wir schon getan im Grunde. Sowas war hier. Kabel Regenbogenfarbe. Ja, haben wir schon gemacht. Hat Razer über deren Mäuse in der Arena was gesagt? Keine Ahnung. Ich dachte, ich frage mal nach. Haben wir schon erledigt. Holly, die Barbaren, hat einen Deal gemacht und die Welt ist sicher. Der Schuft hat sein Gedächtnis verloren, deswegen wollte der die Welt vernichten. Ich habe ihm sein Gedächtnis zurückgegeben und alles ist gut. Quest abgeschlossen, plus 6436 Erfahrungspunkte. Und ich brauche mehr RAM, weil ich den Typ nicht finden kann, dem ich das gegeben habe. Okay, 16 GB müssten aber reichen, denke ich. Hey, jemand von Razer war da und hat nach Tastaturen gefragt. Ich glaube, die haben dir eine Mail geschickt. Kannst du mein Desktop-Wallpaper auf das Trinity-Logo setzen? Danke. Haben wir gemacht. Und im Zweifelsfall würde ich sagen, machen wir einfach sogar nochmal mehr RAM rein, weil der hat ja explizit nochmal die RAM-Sache betont. Von mir aus können wir da gerne noch mehr RAM reintun. Wir haben es ja. So. Und so. Dann machen wir die natürlich auch in richtige Farbe wieder. Jetzt hat sie ganze 32 GB RAM. Und wir können die PCs einrichten auf der Bühne. Damit würde ich direkt mal anfangen. Das hier müsste der PC von Rock and Sock sein. Der geht an den Tisch da hinten. So. Du willst an die 1. Wir schauen gerade nochmal, ist das hier die 1 oder ist das hier die 4? Okay, das ist die 4. Dann ist das hier die 1. Ja. Okay.
Dann kommst du als Trennwand zwischen die beiden hier. Und sie kommt dann halt auf die Position 2. So, schauen wir nochmal, dass die ganzen PCs laufen. Die beiden natürlich auch. Da müssen wir aber noch was ändern dran. So. Alle bekommen Razer-Zeug. Ja, auch Razer-Mauspads. Die zahlen gut. So. Nee, das haben wir schon. Aber wir brauchen die andere Maus, nämlich die hier. Dann schauen wir jetzt nochmal, dass hier alles soweit passt. Und dann würde ich sagen, können sie in ihr vorletztes Match, wenn ich mich nicht irre, eigentlich auch schon reinstarten. Und wir hoffen mal, dass sie ja, sich nicht nochmal komplett übereinander aufregen und riesen Müll veranstalten. Auch wenn ich es ihnen leider zutraue, so kindisch wie sie sich meistens verhalten. Warten wir einfach mal ab. So, wir brauchen bestimmt Support. Wow! Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Team ist mit plötzlich ein komplett anderes Team. Sie können alleine ein E-Sports-Match bestreiten, ohne ihren PC dabei zu zerstören. Also ich habe die Nachrichten noch nicht gelesen, aber das, ja, das sind einfach nur jeweils die Like-Dinger. Okay, ich habe anscheinend bei allen jeweils irgendeine Sache nicht komplett erfüllt. Bei einigen weiß ich was, aber bei anderen bin ich gerade sehr ratlos, was ich da nicht erfüllt haben soll, aber okay. Zumindest bei Razer und so weiter habe ich alles erledigt. Keine Ahnung, warten wir mal ab. So, du warst auch relativ zufrieden. Trinity war ganz zufrieden. Und das lesen wir uns im nächsten Part durch, würde ich sagen. Dann lasst mir so lange gern noch ein Like da. Wenn es euch gefallen hat, auch gerne ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von PC Building Simulator.